So ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Feiertag. Wir sind jetzt auch wieder da und wir machen heute ausnahmsweise am Donnerstag eine freie und offene Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir reden, plaudern, streiten, was auch immer wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist der Markus. Und der Markus ist 32 Jahre alt. Hallo Markus. Hallo Domian. Weswegen rufst du an, Markus? Eigentlich, weil sich in den letzten Wochen und Monaten sehr viel getan hat. Mhm. Ich habe meinem damals besten Freund die Freundin ausgespannt, obwohl ich auch noch verheiratet war oder eigentlich noch bin. Ich lebe jetzt im Trennungsjahr. Ja. Also du bist jetzt im Moment schon mit der ehemaligen Freundin deines besten Freundes zusammen? Richtig. Ja, und bist von deiner Frau getrennt. Wie lange wart ihr verheiratet? 3 Jahre. 3 Jahre. Und wie lange war dein bester Freund mit seiner Freundin zusammen? Knapp ein Jahr. Ja. Wie ist das passiert? Ist es vom Himmel gefallen oder hattest du immer schon ein bisschen Auge auf sie geworfen? Ja, zu Anfang eigentlich gar nicht. Zu Anfang gar nicht, weil mein, wie gesagt, dieser ominöse Freund zu Anfang keine Gelegenheit ausgelassen hat, sie irgendwie so schlecht zu machen bei uns, wenn sie da nicht dabei war. Du sagst ominöser Freund? Du hast gerade gesagt, dein bester Freund. Am Anfang. Ehemals. Ehemals. Er hat sie am Anfang nur schlecht gemacht bei euch? Richtig. Obwohl er mit ihr zusammen war? Richtig. Und da hattet ihr sie noch gar nicht kennengelernt? Zwar mal gesehen, aber eigentlich, er ist auch immer dann alleine dann hier hingekommen, ohne sie. Ja. Und hat dann immer erzählt, sie behandelt ihn ja so schlecht und demnach war dann erstmal die Stimmung gegen sie. Von mir natürlich dann auch erstmal. Ja. Noch eine Frage zu eurer Männerfreundschaft. Wie eng war die? Ja, wir waren 10 Jahre lang im Grunde wirklich die besten Freunde. Ja. Okay. Mhm. So, und demnach war natürlich aber auch meine Stimmung erstmal gegen sie, bis ich dann irgendwann gedacht habe, vielleicht hast du ja doch einen Fehler gemacht. Und weil sie ist ja gar nicht so, wie er das immer erzählt hat. Mhm. Weil der dann auch angefangen hat, einige Sachen immer wieder im falschen Kontext darzustellen. Schon, aber wenn mein bester Freund mir immer wieder erzählt, dass die Frau irgendwie seltsam drauf ist oder schlecht ist oder weiß ich was, stellt man ja gleich die Frage, ja, warum bist du dann überhaupt noch mit der zusammen? Ja, das sowieso. Wie hat er die Frage beantwortet? So schlimm wäre das ja gar nicht. Mhm. Und dann habe ich halt auch angefangen, seine früheren Aussagen nochmal zu hinterfragen. Und da bin ich dann dahinter gekommen, dass es ja doch gar nicht so ist, wie er das immer erzählt hat. Ja. War der denn früher in anderen Beziehungen auch schon so drauf, dass er seine Frauen schlecht gemacht hat? Oder war das hier, das ist bekannt bei ihm? Das ist eigentlich bekannt. Ja. Warum macht er das? Also ich habe so die Befürchtung, dass er extrem darunter leidet oder sehr viel Panik davor hat, dass seine Freundinnen, die er auch vorher hatte, vielleicht von anderen auch mal angeguckt werden können oder so. Und die Sorge hat sich ja nun als begründet erwiesen bei dir. Ja, diesmal schon. So, erzähl weiter, wie es dann weiterging. So, und er hat einen neuen Job angefangen als Fernfahrer. Mhm. Musste dann auch regelmäßig nach Spanien runter. Mhm. Und dann habe ich auch mitbekommen, dass er sie auch sehr schlecht behandelt hat. Das heißt, was hat er gemacht? Sie zum Beispiel, wenn er dann nach Hause gekommen ist, so nur als Sexobjekt da gesehen hat, aber nicht als Freundin. Ja. Nicht als gleichwertigen Partner. Ja. So, und dann ist es irgendwann passiert, dass ich mich im Grunde in sie verliebt habe. Aber dann muss es doch wiederum zu einem auch dauernden oder öfteren Kontakt gekommen sein zwischen dir und der Frau. Richtig. Wie kam das dann? Sie hat bei ihm zum Beispiel dann gewohnt und dann bin ich da auch öfters hingefahren, habe mich dann mit ihr dann auch unterhalten und haben dann auch viel unternommen. Wir waren schwimmen, Fahrradfahren, spazieren und so weiter. Ah ja. Und dadurch sind wir uns dann auch näher gekommen. Und dann hat's gefunkt. Währenddessen warst du allerdings in einer Beziehung. Das heißt, warst du auch nicht in einer so glücklichen Beziehung? Nee, das lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Mhm. So, jetzt bist du mit der Freundin zusammen. Richtig. Jetzt schon seit fast 4 Monaten. Ja, seit 4 Monaten. Und rundherum ist alles wahrscheinlich im Chaos bei dir jetzt. Die Ehe ist kaputt und die Freundschaft zu deinem besten Freund ist kaputt. Ja, nicht nur zu dem, sondern auch zu den anderen. Es haben sich im Grunde so alle dann von mir abgewandt, weil die das nicht nachvollziehen können oder so. Ja, also
beschimpfen die sich, dass man, was ja letztendlich auch stimmt, dass man die Hände weglassen soll von der Frau des besten Freundes. Das noch nicht mal mehr. Da habe ich eigentlich nichts von gehört, weil das große Problem ist der Altersunterschied bei uns. Wie alt ist sie denn? 18. Ach, sie ist 18. Du bist 32, habe ich gesagt. Richtig. Ja. Das heißt, das sind 14 Jahre Unterschied. Es ist eigentlich von meinen ganzen Freunden nur ein einziger geblieben, der dann auch sagt, ja, wo die Liebe hinfällt. Ja. Da macht man nichts dran. Ja. Ist es Liebe? Ja. Ja. Das ist, bei ihr fühle ich mich das erste Mal seit über 10 Jahren richtig geborgen und wohl und alles. Und so wie es in der Partnerschaft eigentlich auch sein sollte, dass der andere sich auch mal für einen interessiert. Und, ja. Empfindest du denn diesen Altersunterschied als auch als problematisch? Nein. Oder nein? Gar nicht. Empfindet sie ihn als problematisch? Auch nicht. Auch nicht. Hm. Das ist, also ich meine, ich bin gerade ein bisschen... Die Eltern von ihr finden das nicht problematisch. Ja, also ich meine, das ist ja noch irgendwie ein bisschen im grünen Bereich. So riesig ist er ja nur auch nicht. Ich meine, gut, sie ist 18. Mit 18 hat man noch nicht so viel Lebenserfahrung gemacht wie mit 32. Schon, aber da würde ich jetzt aber auch sagen, wo die Liebe hinfällt, dann fällt sie nun mal dahin. Punkt. Richtig. Ja. Tut dir das leid, dass du deinen Freund als Freund verloren hast, oder hast du ein schlechtes Bild von ihm mittlerweile? Auch die ganzen Aktionen, die danach gelaufen sind, dass er versucht, immer noch versucht, obwohl das schon lange beendet ist und wir auch schon lange den reinen Tisch gemacht haben, versucht er uns trotzdem bei sämtlichen Leuten immer noch schlecht hinzustellen. Mhm. Mhm. Wieso ist sie denn überhaupt dann noch doch relativ lange bei ihm geblieben, wenn das schon so nervig für sie war? Weil wir im Grunde beide, es stand für uns beide schon fest, dass wir mehr voneinander wollen. Nur ich habe halt hier noch zu Hause mit meiner damals noch Frau gewohnt, oder eigentlich ja immer noch Frau. Mhm. Und ich aber auch nicht die Möglichkeit hatte, irgendwo hinzugehen. Mhm. Und sie zu Anfang, wie das angefangen hat, sich aber eigentlich auch noch nicht sicher war, ob sie jetzt eher zu meinem damaligen Freund oder halt zu mir sich mehr hingezogen fühlt. Also war sie schon, obwohl sie nicht gut behandelt wurde, immer noch hin und her gerissen und zwiegespalten. Richtig. Ja, richtig. Ja. Aber jetzt ist die Sache für sie absolut klar. Ja. Ihr Freund heißt jetzt Markus. Richtig. Und für dich ist es absolut klar, deine Freundin ist sie jetzt und nicht die Verbindung ist nicht mehr deine Frau. Richtig. Mhm. Zumal wir jetzt auch in geraumer Zeit Eltern werden. Sie ist also auch schwanger jetzt mittlerweile. Die Freundin, die junge Freundin. Richtig. Das geht aber jetzt ein bisschen sehr flott, oder? Ja gut, aber... Finde ich schon. Nach 4 Monaten muss das eigentlich noch nicht sein. Ja, das ist, wie gesagt, aber es ist im Grunde geworden. Mhm. Hattest du denn mit deiner Frau auch Kinder? Eins, ja. Eins. Mhm. Wie alt hast du? 3 Jahre. Zwei. Mhm. Richtig. Alles kompliziert jetzt, ne? Bitte? Den darf ich im Moment auch einfach nicht sehen. Das ist, meine Frau weigert sich davor, dass mein Sohn sehen darf. Mhm. Das heißt, das muss alles noch vom Jugendamt und alles ordentlich geregelt werden? Im Moment beschäftigen sich die Anwälte damit. Ja. Wobei jetzt mittlerweile so eine leichte Annäherung wieder geschafft ist. Ja. Ob sie aber zu ihrem Wort steht, dann auch noch in den Sternen. Mhm. Also sie fühlt sich natürlich wahrscheinlich auch grundtief verletzt und ist sauer und ist gedemütigt, oder? Nein, noch nicht mal. Nicht mehr. Zumal sie seit geraumer Zeit da auch schon mit einem anderen da rumgetuchtelt. Ach so. Das heißt, eigentlich wären die Voraussetzungen doch ideal, dass ihr beide euch arrangiert und sagt, okay, komm, wir versuchen ein gutes Verhältnis miteinander hinzukriegen und organisieren das ordentlich für unser Kind. Eigentlich schon. Aber das ist noch nicht so reif, die ganze Sache. Nicht so richtig, weil meine noch auch sehr nachtragend ist und sehr stur ist. Mhm. Nun ist dein ganzes Leben in Umbruch geraten dadurch. Würdest du dennoch sagen, es ist gut, dass es so gekommen ist und ich fühle mich eigentlich jetzt glücklich? Im Grunde schon. Ja. Das heißt, da sind jetzt noch einige Sachen zu regeln? Ja. Das heißt, wie gesagt, im Grunde fühle ich mich eigentlich sauwohl. Das ist, ja. Es war sogar so, dass ich während der Beziehung mit meiner Frau auch an Suizid gedacht habe. Mehrfach. Und wenn mich der Mut nicht verlassen hätte, hätte ich das wahrscheinlich auch durchgezogen, weil meine Frau mich auch im Grunde total unterdrückt hat. So schlimm war es, dass du an Suizid gedacht hast? So schlimm war das. Was hat die denn gemacht mit dir? Kannst du das erklären? Sie hat dich unterdrückt. Ja, das Problem ist, dass ich über lange Jahre sexuell missbraucht worden bin und nie irgendwie den Mut gefasst habe, mich dann jemandem mal zu öffnen.
Von wem wurdest du sexuell missbraucht? Von dem damaligen Freund von meiner Mutter. Ach so, und da warst du Kind? Richtig. Wie alt warst du? Das hat angefangen, da war ich 9 Jahre alt. Ja. Und hat angehalten bis kurz vor meinem 18. Geburtstag. Ah ja. Mhm. So, und wie ich mich dann mal geöffnet habe, hat sie das immer so als lapidar weg abgetan. Das ist, so schlimm war das ja nicht. Ach so. Mhm. So. Ja, dann ist mir klar, dann hatte sie, wenn sie das wollte, natürlich einen Hebel, dir weh zu tun und dich wirklich zu, dir großen Schmerz zuzuführen. Zumal ich auch damals eine Therapie deswegen gemacht habe. Mhm. Nur vergessen kann man sowas nicht. Man kann es vielleicht verarbeiten. Mhm. Hast du es denn mittlerweile einigermaßen verarbeitet? Verarbeitet habe ich schon. Es passiert halt nur zwischendurch immer mal wieder, wenn es sich dann jährt, weil es ist damals auch vor Gericht gegangen. Da habe ich aber dann auch nicht meine Befriedigung bekommen, so wie ich es mir gewünscht hätte, weil dieser Mensch in dem Moment, wo wir reingerufen worden ist, aufgestanden ist, 3 Stufen runtergefallen ist und dann 4 oder 5 Tage später dann auch verstorben ist. Das heißt, er ist auch nicht verurteilt worden, alles, und das hat mir sehr wehgetan damals, weil ich Genugtuung haben wollte. Also diese Geschichte stand letztendlich immer zwischen euch, das heißt, weil deine Frau, so wie du es jetzt darstellst, das instrumentalisiert hat und dich nicht ernst genommen hat und deine Verletzung wiederum nicht ernst genommen hat, die dir angetan wurden. Richtig. Mhm. Mhm. Und da bin ich jetzt in meiner jetzigen Beziehung, bin ich da in richtig guten Händen. Egal was ich habe, sie macht sich dann auch Sorgen um mich, sie kümmert sich um mich. Ja. Hast du ihr davon auch erzählt schon von früher? Ja, ja. Mittlerweile kann ich darüber reden. Ja, und sie ist da auch sehr, sehr offen und geht sensibel damit um. Sie war zuerst schockiert darüber. Ja. Ich glaube, das sind alle, wenn sie das natürlich, das ja, hören. Ja. Ja, ja, klar. Zumal das ja auch keine Larifari ist oder so. Ja, ja. Aber sie hat im Grunde so reagiert, wie man sich das dann wünscht. Mhm. Nicht irgendwo dann sich verstellt oder ach du armer Bursche oder so, sondern im Grunde so, wie man sich das wünscht. Also Markus, eigentlich haben sich die Dinge ja gut gefügt. Und wie du mir das jetzt erzählst, ich finde es ein bisschen früh mit der Schwangerschaft, okay, aber nun ist es, wie es ist, dann muss man sich damit halt auch arrangieren. Wünsche ich eigentlich dir von Herzen oder euch von Herzen, dass das jetzt eine Beziehung wird, die dauerhaft ist, die eine glückliche Beziehung wird und dass der Altersunterschied euch wirklich dann Schnuppe ist und ihr das gut überbrücken könnt, die paar Jährchen, das wird doch schon dann noch, wird auch gut gehen, wird klappen. Eigentlich ist das nichts. Ich wünsche dir und deiner Freundin alles Liebe, alles Gute, Markus. Vielen Dank. Tschüss. Jo, schönen Abend. Jo, tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Wir haben eine offene und eine freie Themenrunde. Also ruft an. Und ich bin jetzt verbunden mit Claudia 37 und Dani. Wer ist dran? Wer ist zuerst dran? Claudia. Die Claudia. Ja. Hallo Claudia. Hallo, 37 und Dani, ist das dein Freund oder? Nein, ist mein Sohn. Der Sohn. Und wie alt ist der Sohn? 15. Weswegen ruft ihr mich an, Claudia? Es geht um meine noch oder ja Ex oder noch Partnerschaft. Ja. Also es geht um den Vater von Dani. Nein, das ist der Vater von Dani, nicht meine jetzige Beziehung. Ach so, das ist auch noch wieder jemand anders. Okay. Mhm. Was ist da los? Ja, also ich werde gedemütigt, mein Sohn wird gedemütigt. Aber ich komme einfach von ihm nicht los. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn er mich anruft, springe ich. Ja, ihr wohnt nicht zusammen in einer Wohnung? Wir haben wir wohnen in einem Haus, aber ich wohne eine Etage tiefer. Ja, und ist Dani denn dein einziges Kind? Nein, ich habe noch 2 weitere, aber die sind in Heim. Die sind in Heim. Hm. Und wie lange warst du mit diesem Mann, der dich so demütigt und dir nicht gut tut, wie lange warst du mit dem zusammen? 4 Jahre. Hm. Und seit wann ist die Stimmung gekippt? Eigentlich schon so nach 2 Jahren. Nach 2 Jahren? Ja. Ja. Erzähl mir doch mal ein paar Beispiele, wenn du sagst, der demütigt mich. Was genau bedeutet das? Was macht er? Ja, ich erwische ihn beim Fremdgehen, was wirklich eindeutig ist. Dann kriege ich eine Flasche über den Kopf gezogen, wo jetzt noch die Anzeige läuft, von der Staatsanwaltschaft aus, aber ich wollte die Anzeige zurücknehmen, das geht nicht. Ja, er hat ja eine Flasche Bier oder was? Nee, Flasche Schnaps, also Whisky. Eine Flasche Whisky auf den Kopf geschlagen?
Und die ist auf dem Kopf kaputt gegangen? Ja. Also eine Flasche Whisky, das ist ja schon ein dickes Glas. Ja. Da muss man schon heftig zuschlagen, bevor die kaputt platzt. Die ist richtig. Musste alles genäht werden. Ich hatte eine schwere Gehirnerschütterung. Mhm. Hat er das im Suff gemacht? Nein, die Polizei war hinterher da. Er hatte 0,8 Promille. Mhm. Ist er denn schon öfter gewalttätig gegen dich geworden? Ja. Schon öfters, dann hat er mir ein blaues Auge gehauen, Haare rausgerissen. Und er behandelt deinen Sohn, den Danny, auch schlecht? Ja. Mag der Danny mal ein paar Worte mit mir sprechen? Ja, wollte er, weil er weiß auch nicht mehr, wie er mir helfen kann und er will mir helfen. Ja, ja, sehr gerne, gib ihn mir mal. Wir sprechen gleich weiter. Ja. Hm? Ja, hallo? Hallo Danny. Hallo? Danny ist richtig, ne? Ja, dann ist richtig. Genau. Ja. Das hört sich ja dramatisch und horrormäßig an, was deine Mutter mir da gerade erzählt hat. Ja. Warst du bei solchen Aktionen schon anwesend und hast das bezeugen können? Ja, also meine Mutter, die wurde halt auch ziemlich misshandelt und so und also auf die Whiskyflasche und so auf den Kopf geschlagen und so. Das hat sie gerade erzählt. Das ist ja sehr heftig, finde ich. Ja, und das tut mir auch weh, wenn meine Mutter geschlagen wird. Natürlich. Also das heißt, das hast du gesehen, da warst du dabei, als er das gemacht hat. Ja, da war ich dabei. Mhm. Und dann hat er hat er so Wohnzimmertisch, da war ganz voller Bierflaschen gestanden. Mhm. Dann hat er den genommen, hat den also auf Boden geschmissen, also umgekippt und so. Mhm. Und hat dann halt die Flaschen genommen und auf den Tisch kaputt geschlagen. Mhm. Also dass ganze Scherben durch die ganze Wohnung geflogen sind. Und dann ist er dann mit Barfuß ist er dann in die Scherben reingelaufen. Mhm. Und hat gesagt, ich soll das auch machen und wenn ich das nicht mache, dann bin ich feige und ich bin kein Mann und so. Aha. Und hat die Scherben genommen und hat es in seinen Arm reingedrückt und so, dass ganze Schlitzwunden sind und so. Hat gesagt, ich soll das auch machen und... Und hast du es dann gemacht? Wie bitte? Hast du es dann gemacht? Ich habe es nicht gemacht. Hast du nicht gemacht? Aber er hatte dich auch schon verletzt am Arm. Ja, er hat mir auch schon, also auch mit Schlägern schon so gedroht und so. Und hat gesagt, wo er angerufen hat, weil er sagte die ganze Zeit zu meiner Mutter, wo bist du und was machst du und so. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, wenn ich meine Mutter nicht gibt, dann will er mich schlagen und so. Mhm. Und der Mensch, der ist nicht. Hast du Angst vor ihm? Ich habe schon Angst vor ihm, ja. Ja, also er ist ja körperlich weit überlegen und er könnte schlimme Dinge anrichten, noch schlimmere Dinge anrichten. Ja, und der Mensch, der kommt auch aus dem Gefängnis und da hat man dann schon auch ordentlich Respekt vor dem, das muss man schon sagen. Ja, das ist für dich ja eine schlimme Situation, wenn du das einmal selbst als 15-Jähriger miterlebst und vor allen Dingen auch miterlebst, wie deine Mutter so fertig gemacht wird. Ja, ich werde ja auch fertig gemacht. Du auch, natürlich, ja. Sagst mir, du Bastard, Bastard, komm, mach mal hier Fifi, mach mal da Fifi. Nun habe ich das gerade noch nicht weiter vertieft mit deiner Mutter, ich werde gleich noch wieder mit ihr sprechen, aber... Kannst du verstehen, dass deine Mutter nicht sagt, Schluss aus, ich beende diesen Kontakt mit ihm? Ja, also ich sag zu meiner Mutter auch immer, ja, sie soll sich von dem Mann fernhalten. Mhm. Und der Mann, der schadet ihr eigentlich nur. Mhm. Und aber ich kann ihr nicht helfen. Ich kann genauso, also ich kann zu ihr sagen, ja. Halt dich von dem Mann fern. Ja. Aber mehr kann ich auch nicht machen. Nee, natürlich kannst du nicht mehr. Aber verstehst du das, dass sie sich nicht von ihm trennt? Ich weiß nicht, also ich kann meine Mutter, also die Beziehung kenne ich jetzt nicht so, also richtig untereinander, die kenne ich jetzt nicht so wirklich richtig. Weil ich bin auch oft unterwegs und so. Wohnst du denn auch mit in der Wohnung bei deiner Mutter? Ja, also ich bin ja gerade zu Besuch und da wohne ich dann schon bei ihr jetzt dann. Aber du wohnst sonst dauerhaft nicht bei ihr? Nein, dauerhaft im Allgäu dann. Ach so, wie kommt das? Du bist erst 15 Jahre alt, warum wohnst du woanders als deine Mutter? Ja, weil eben ich komme aus der Jugendhilfeeinrichtung. Ach so, verstehe. Da bist du, wohnst da in einem betreuten Wohnen oder in einem Heim oder wo wohnst du? Ja, da habe ich einen Erzieher. Ja. Und der Erzieher, eigentlich ist das kein Erzieher, weil der gibt 15-Jährigen Alkohol und so und stellt Bierflaschen auf den Tisch und der geht mir an den Hals und so, also an den Hals, um sie mich erwürgen und so und schlägt mich auch. Mhm. Und dann, und da... Also, da haben wir jetzt ein ganz neues Thema.
Habe ich auch vorher noch vergessen zu erzählen. Ja. Pass mal auf, damit wir das jetzt mal das Ganze bündeln. Also da kümmern wir uns jetzt auch mal drum, was du gerade erzählt hast mit deinem Erzieher. Das machen wir aber hier im Hintergrund. Mhm. Ich möchte mal jetzt nochmal mit deiner Mutter sprechen, und zwar darüber, weswegen sie angerufen hat, bezüglich ihres Leben, ihres Freundes in Anführungszeichen. Das okay. Möchte ich dich bitten, sie mir nochmal zu geben. Und wir rufen nachher sowieso nochmal zurück und dann können wir auch nochmal genau eingehend über deinen Fall reden. Einverstanden? Okay. Okay, so machen wir es. Okay, dann noch einen schönen Abend. Ja, danke schön, Dani. Ja, Daniel. So, Claudia, jetzt muss ich dir eigentlich den Kopf waschen, ist dir klar, ne? Mhm. Du bist eine erwachsene 37-jährige Frau, die selbst entscheiden kann. Die ja. Die Frau ihrer selbst ist. Und die so etwas mit sich machen lässt und auch zulässt, dass ihr Kind so behandelt wird von so einem Kerl, da musst du aber jetzt aber so schnell die Notbremse ziehen und darfst mir nicht sagen, du wirst mir ja wohl nicht sagen, dass du den noch liebst. Oder? Nee, ich weiß aber nicht, was mich da immer hinzieht. Ja, ja. Wie viel Mal hast du denn schon versucht, von ihm wegzukommen? Boah, kann ich gar nicht mehr sagen. Das heißt, aber du hast es auf jeden Fall schon öfter versucht. Ja. Um von ihm loszukommen. Aber irgendwie zieht es mich, also wenn er jetzt eine andere Freundin hätte, ja. ich glaube, ich würde durchdrehen. Erklär mir mal, was dich an ihm anzieht. Was zieht dich hin zu ihm? Ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich daran arbeiten. Er tut dir ja nicht gut. Nee. Es gibt nichts Schönes, was ihr miteinander macht. Nein. Gar nichts. Es gibt eigentlich nur Angst und Schrecken und furchtbare Dinge. Mhm. Mhm. Ja, es gibt natürlich oftmals Fälle bei Menschen, Claudia, da ist das so. Und wenn man so als Außenstehender davor steht, dann sagt man, wie kann das sein? Wieso lässt die sich das gefallen? Und man kann das nicht kapieren. So wie du es wahrscheinlich auch nicht kapieren würdest, wenn du von jemand anderem das hören würdest. Aber ich bin ja nicht die erste Frau, die das mitmacht. Seine Ex-Freundin. Ja, der sucht sich. Der sucht sich natürlich so Frauen, die so gestrickt sind, dass sie es eben mitmachen. Und das ist manchmal ein sehr komplizierter Prozess, rauszukriegen, warum jemand so gestrickt ist. Wirklich kompliziert. Das passiert in allen Kreisen und in allen Altersschichten gibt es sowas, so wie du es gerade beschrieben hast. Aber irgendwo muss er mich ja lieben, sonst wird er mich ja nicht immer anrufen. Nee, bild ja nichts ein. Der liebt dich nicht. Du bist für den einfach es ist eine Machtausübung. Der übt Macht über dich aus. Das ist eine Lust. Liebe ist das nicht. Da redet dir mal nichts ein. Der hat nur Spaß daran, jemanden zu beherrschen. Und das tut er. Er beherrscht dich. Er kann machen, was er will mit dir. Ja, das stimmt. Ja. So, und da das in der Regel etwas sehr Kompliziertes ist, um sich selbst da auf die Schliche zu kommen, warum ticke ich so? Warum gehe ich immer wieder hin zu einem Menschen, der mir schadet? Glaube ich, dass man das nur mit Hilfe eines Fachmanns rauskriegen kann. Ich glaube, das kann man, in bestimmten Fällen schafft man das nicht alleine, weil das so unter Umständen so tief verankert ist in einem selbst. Und du kämpfst, er ist auch schon eine ganze Weile dagegen an. Ne? Deswegen möchte ich dich jetzt gleich mit meiner Psychologin verbinden. Und ich möchte, dass sie wird dir mit Sicherheit einige Ratschläge geben, was du machen könntest und wohin du gehen könntest. Denn das Ziel muss sein, von diesem Typ wegzukommen. Und das Ziel muss auch sein, dass der Typ dir egal wird. Aber Domian, wenn ich jetzt wüsste, er hat eine andere Beziehung. Letztens hat er eine andere Frau oben gehabt. Ich war unten in meiner Wohnung, ich bin durchgedreht. Mhm. So, deswegen sagte ich gerade, das Ziel muss sein, dass der dir egal wird. Das Therapieziel muss sein, dass dir das scheißegal ist, wenn da oben eine Frau ist. Mhm. Dass du sagst, gut, dass eine andere da ist. Also du wünschst natürlich der Frau nicht das, was du mitmachst, aber gut, dass er weg von dir ist. So in dem Sinne meine ich das. Und das ist ein großes Ziel, was du da vor Augen hast. Was schwierig ist zu erlangen, das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Das versuchen wir jetzt mal im Hintergrund ein bisschen für dich zu stricken und dir behilflich zu sein. Aber du musst mit dran arbeiten, alleine funktioniert das nicht. Denn das ist ein Automatismus, glaube ich, in dem du da lebst. Ich will das auch. Ja. Okay, Claudia, du legst auf, wir rufen zurück ja. Und dann kann auch die Sabine auch nochmal auf jeden Fall, oder soll sie auf jeden Fall mit Daniel auch nochmal sprechen. Mhm. Ja? Alles Gute und alles Liebe euch beiden. Jo, tschüss. 0800 220 5050, diese Nummer hat auch gewählt, die Brigitte. Brigitte ist 53. Hallo Brigitte. Hallo.
Hallo. Hallo. Domian. Brigitte. Ich habe, glaube ich, ein etwas ungewöhnliches Problem. Ich bin mit einem Mann verheiratet, der seit verheiratet oder mit ihm zusammen bin ich seit 10 Jahren und seit ungefähr 6 Jahren weiß ich, dass er eine Frau werden möchte und er befindet sich seit 5 Jahren in einer Geschlechtsanpassung. Ich glaube, das ist das korrekte Wort. Ja, das heißt mit Hormonbehandlung? Ja. Und so weiter. Und mit Psychotherapie und mit allem, was dazu gehört. Ja, wobei die Therapie, also es zahlt alles die Kasse. Mhm. Die Therapie ist meines Erachtens, die er bekommt, relativ gering. Er muss alle 6 Wochen 20 Minuten zu einem Psychiater. Okay, aber auf jeden Fall passiert die Umwandlung im Moment. Die passiert im Moment. Sieht er noch im Moment wie dein Mann vor 10 Jahren aus? Nein, er ist schon etwas weiblich explodiert. Er hat keine großen Brüste, aber er geht als Mann durch, was für seinen Job auch wichtig ist, weil er ist in der IT-Branche und die wird von Männern bestimmt. Und das heißt, da muss er das geheim halten? Ja, er muss es geheim halten, womit er auch keine großen Probleme hat. Mhm. Er fühlt sich wohl mit den weiblichen Hormonen. Was ist sein Ziel? Ist sein Ziel eine Operation? Ja, eine Operation, wobei er sich nicht im Klaren darüber ist, ob er jetzt einen sozusagen weiblichen Körper wieder aufbauen will, also eine Vagina sich machen, bauen lassen will. Eigentlich möchte er seine männlichen Geschlechtsorgane weghaben. Mhm. Er mag sie nicht. Mhm. Das heißt aber, dann muss er sein Leben komplett verändern, dann kann er auch nicht mehr in seinem Beruf arbeiten. Doch. Doch. Doch, das kann er wohl. Also, auch als Frau, wäre dort akzeptiert? Er würde weiterhin so durchgehen. Ach so, er würde sich da quasi als Mann verkleiden? Er verkleidet sich nicht. Also er trägt Miss 60 Sachen. Er sieht wie... Ja schon jetzt, aber ich meine, wenn... Wie ein androgyner Mensch aus. Das heißt also auch nach einer Operation würde er weiter als Mann äußerlich auftreten in der Firma? Ja. Ah so, so ist es gedacht. Naja, das hatte ich jetzt nicht so ganz... Er hat aus seiner ersten Ehe 2 Kinder zu ernähren und er kann es sich einfach auch diesbezüglich nicht leisten, jetzt völlig umzustellen, weil gerade auch in der Branche wird wesentlich schlechter bezahlt, wenn man eine Frau ist. So, jetzt aber, eine Frau bist auch du und du bist seine Frau. Wie geht man denn als Ehefrau mit so einer phänomenalen Es ist relativ Geschichte? Grauenhaft für mich, besonders deswegen, weil ich eine Mutter hatte, die Alkoholikerin war und drogenabhängig. Also damals waren Schlaftabletten Drogen. Und ich kann mit der Veränderung eines vertrauten Menschen sehr schlecht umgehen. Mhm. Ich bin in Therapie. Mhm. Es hilft mir allerdings nichts darin, dass ich sozusagen meine Weiblichkeit in keiner Weise ausleben kann. Ich bin nicht bisexuell. Das heißt, ich fühle mich nicht körperlich zu jemandem hingezogen, der eine Frau ist. Der allmählich eine Frau wird, ja. Das heißt, ihr habt auch keine Sexualität mehr? Nein. Nein, schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Mhm. Fühlt er sich denn nach wie vor zu dir hingezogen? Ja. Also er hofft, dass ich das irgendwann mal schlucke und dass es sozusagen alles wieder gut wird. Also er wäre dann quasi, da muss man immer zweimal denken im Kopf, er wäre dann eine lesbische Frau. Ja, so wäre das es. Ist aber relativ typisch, wie ich inzwischen weiß, weil wie man sozialisiert wurde, bleibt man dann auch. Also die meisten, die sich umwandeln lassen, also auch eben Männer zu Frauen, bleiben weiterhin bei Frauen. Wenn du schon in einer Therapie bist, das heißt ja für mich, dass es hier wirklich sehr schlecht schon geht oder ergangen ist. Es geht mir sehr schlecht. Sagen wir mal 90% oder 80% meiner Energie. Das ist ein unglaublicher Satz, den du gerade gesagt hast. Das nimmt mir 90% meiner Energie. Warum bist du mit dem Mann noch zusammen? Er bringt mich zum Lachen. Wir verstehen uns gut. Er ist ein liebevoller Mensch, er ist ein wunderbarer Partner.
Glaube ich alles, Brigitte. Ginge dieses nicht auf der Basis einer guten Freundschaft? Dann, das würde er nicht akzeptieren, beziehungsweise dazu ist er zu eifersüchtig. Mhm. Für dich wäre es ideal, oder? Wenn er oder sie deine beste Freundin würde. Ja, aber es ginge nicht, weil ich habe immer noch, also das habe ich mir ausbedungen, dass ich nicht mehr, nie mehr in meinem Leben mit einem Mann schlafen möchte. Also diese Vorstellung ist für mich undenkbar. Warum? Warum? Ja, ich bin gut, ich bin 53, man kann jetzt sagen, ich bin alt. Nee, man kann sagen, du bist noch jung. Na hör mal. Also ich habe mir sozusagen, als wir darüber gesprochen haben, habe ich gesagt, dass ich das akzeptiere, weil man muss es akzeptieren, das bleibt einem nichts anderes übrig. Ja, das ist so. Aber man muss es akzeptieren, aber man darf, aber das Akzeptieren muss nicht bedeuten, dass man so leidet, dass einem das 90% der Lebenskraft nimmt. Da stimmt was nicht. Nein, da stimmt was nicht, da stimmt auch was mit mir nicht, weil warum hast du, lass uns das nochmal vertiefen, warum hast du dir vorgenommen, dass du nie wieder mit einem Mann schlafen wirst? Nein, das habe ich mir nicht vorgenommen, sondern ich habe gesagt, dass ich mir dieses Recht herausnehme. Ach so, habe ich falsch verstanden. Ach so, entschuldige, das habe ich falsch verstanden gerade. Das zu tun, aber es ist nicht einfach, weil er sehr eifersüchtig ist seine Einwilligung eher theoretischer Art war als praktischer Art. Und ich mag eigentlich keine Heimlichkeiten. Aber das ist ja schon verrückt. Irgendwie versucht er, dir ja sein Lebensmodell aufzudrücken. Das hat er getan, ja. Nicht? Also man muss es akzeptieren. Wir haben als SM-Beziehung angefangen, wo ich sozusagen die Domina war und es hat sich völlig umgedreht und jetzt bin ich eigentlich diejenige, die sein Modell lebt. Mhm. Und das geht auf Dauer nicht gut. Das geht auf Dauer einfach nicht gut, weil du wirst daran zerbrechen. Irgendwann wirst du vielleicht... Davor habe ich Angst. Ja, deswegen musst du irgendein Modell, eine Lösung für dich finden. Ich habe keine Idee. Gebe ich ehrlich zu, also das war es auch mein... Lass uns nochmal diese Frage. Was würde für dich passieren, wenn du sagst, ich möchte mich von dir aus der Ehe heraus trennen? Und auch alleine wohnen. Was würde das für dich bedeuten? Also würde finanziell für mich ein Riesenproblem sein, was ich aber abfangen könnte. Okay, das ist abgefangen. Also, das traue ich mir irgendwie noch zu, obwohl ich so alt bin. Naja, das ist zum zweiten Mal schon, obwohl ich so alt bin. Wir sagen mal, das Finanzielle kannst du abfangen. So, ja. Was würde es noch für dich bedeuten? Ich lebe gern mit ihm zusammen. Ich liebe seine Kinder. Wir haben also keine gemeinsamen Kinder, aber... Du sagst, du lebst gern mit ihm zusammen, sagst aber auf der anderen Seite zu mir, es kostet mich 90% meiner Kraft. Ja. Und ich kann... Du begehrst diesen Mann nicht mehr. Nein. Das sind ja schwerwiegende Minuspunkte. Ja. Aber er ist eine Frohnatur. Ich bin depressiv veranlagt. Mhm. Er gleicht in vielen Dingen... Sachen aus. Aber vielleicht fördert diese Konstellation, in der du da lebst, auch deine depressive Ader. Das könnte sein, wobei ich die, sagen wir mal, seit meinem 5. Lebensjahr habe. Mhm. Ja, aber so, du bist ja da in der Sackgasse. Ich bin da völlig in der Sackgasse. Ja, und das finde ich sehr bedrückend, wie du das schilderst. Weil du hast keine Hoffnung auf... Ich habe keine konkrete Hoffnung und ich habe... Ich sehe keinen Weg, also ich könnte mich umbringen, sehe ich aber deswegen nicht so, weil... Das ist der denkbar schlechteste Weg in dem Fall, finde ich. Ja, weil ich auch keinem Menschen Schuldgefühle machen möchte. Nein, weil du eine noch durchaus junge Frau bist. Ich sehe gut aus, ich bin also durchaus noch attraktiv. So, also das heißt, du könntest durchaus einen ganz neuen Lebensabschnitt nochmal beginnen. Ja, was sehr viele Leute auch in dem Alter machen. Warum tust du es nicht? Weil ich an diesem Menschen, völlig abgesehen von seinem Geschlecht, einfach hänge. Ich liebe ihn. Mhm. So, aber da muss man abwägen, wie stark ist diese Liebe, was immer auch diese Liebe noch ist, wie stark ist die? Wie stark ist dieses Hängen an einem Menschen? Wie intensiv?
auf der einen Seite und welchen Schaden richtet die Konstruktion in meinem Leben mir persönlich an? Und ich, das ist genau die Abwägung, die ich treffen muss. Ja, und ich zuckte gerade so jetzt zusammen, als du sagtest, das kostet 90-80% meiner Energie. Ich greife den Satz nochmal auf, weil das war für mich der ausschlaggebende Satz gerade, den du gesagt hast, der eigentlich die Grundlage ist, dafür etwas verändern zu müssen. Ja, und genau darum fällt es ja so schwer. Mhm. Weil wenn du die Energie nicht mehr hast, dann wird es umso schwerer. Ein Teufelskreis. Aber je länger du dabei bleibst, desto weniger Energie hast du. Ja, desto mehr gehe ich in die Knie. Mhm. Wie ist das denn in deiner Therapie besprochen? Wird das thematisiert? Ja, natürlich. Das war auch der Grund, warum ich da hingegangen bin. Und weil ich irgendwie vor einem Jahr mehr oder weniger ein Zusammenbruch hatte. Mhm. Und das wird thematisiert. Und mein Psychologe ist der Auffassung, ich muss mich selbstständig machen. Mhm. Und hat er recht. Rational ist das völlig richtig. Mhm. Nur wenn die Kraft fehlt, ist es sehr schwer. Mir fällt gerade was ein. Ich weiß nicht genau, ich meine, es gehört zu haben, ob es das gibt, aber ich glaube ja. Ich glaube, es gibt, so wie es bei den Alkoholikern Selbsthilfegruppen gibt von Angehörigen von Alkoholikern, glaube ich auch. In Köln gibt es die. In Frankfurt, also ich bin in Darmstadt im Moment, gibt es die nicht. Eine Selbsthilfegruppe von Angehörigen von Trans- Ja, dazu sind die zu selten. Ah so, ah ja. Mhm. Also es gibt im Internet sehr lose Verbände, wo ich auch mich schon versucht habe einzuklinken, aber es gibt... Aber das ist ja interessant, du bist ja agil, du hast dich ja schon schlau gemacht, du weißt das ja alles. Natürlich. Das heißt, das sagt mir doch auch, wie sehr du innerlich letztendlich brennst, auf eine Lösung zu finden und einen Weg. Ja, das und einen möchte Weg. Ich auch, also ich möchte nicht untergehen. Ja. Also, Brigitte, aber ich möchte ihn auch nicht kaputt machen. Und ja, aber er geht ja auch radikal seinen Weg im Moment und das sei ihm ja auch gegönnt. Und dann muss aber zu diesem was Weg... Was macht er, wenn ich ihn verlasse? Dann ist das sein Problem. Dann ist es jetzt, das ist dann sein Problem. So wie es dein Problem im Moment ist, dass er eine Frau wird. Also Rücksichtnahme ist ja sehr gut. Aber in diesem Fall finde ich, dass du auch an dich denken musst und an dein Leben. Damit muss er sich arrangieren. Das ist ein Teil seines Weges, dass vielleicht das alte Leben sich verändert oder wegbricht sogar. Aber ich bin verantwortlich für ihn. Nein, er ist ein erwachsener Mann. Er ist eine erwachsene Frau. Du bist nicht verantwortlich für ihn. Du bist verantwortlich für dich. Finde ich. Für dein Leben. Ja, auch. Nur ich habe es zugelassen und ich hätte damals sagen können, sozusagen, ich verbiete es dir. Nein, hättest du nicht sagen können. Doch, er hat mich gefragt. Ja, gut. Und er hat mich sozusagen um Erlaubnis, aber ich meine, wenn jemand dieses Bedürfnis hat... Aber Brigitte, wenn du damals gesagt hast, okay, ich lasse mich auf dieses Experiment ein, ist das ja eine tolle Geste von dir gewesen. Dann ist es aber auch menschlich, allzu menschlich, wenn du nach ein paar Jahren sagst, pass mal auf, ich kann das doch nicht, es geht nicht. Ich habe alles getan, was möglich ist, mein Bestes gegeben, aber ich muss meinen eigenen Weg gehen. Ich kann es nicht. Jetzt werde ich gerade etwas verspannt, Brigitte, weil meine Zeit wegrennt. Ja, okay. Im Prinzip, was die Richtung anbelangt, habe ich dir ganz klar meine Meinung gesagt. Du bist am Zug. Ich bin dir auch sehr dankbar dafür, weil ich denke, das ist richtig. Und ich hätte nicht angerufen, wenn ich nicht in dieser Richtung bestärkt werden wollte. Ja. Möchtest du noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen? Brauche ich eigentlich nicht. Weil du gut versorgt bist. Weil ich diesbezüglich gut versorgt bin. Dann wünsche ich dir sehr viel Kraft und Durchsetzungsvermögen, auch für dich selbst, jetzt in der nächsten Zeit. Danke dir. Alles Gute, alles Liebe. Okay. Tschüss. Dankeschön. Tschüss, Brigitte. So, meine Lieben, was haben wir denn hier? 1.39 Uhr. Jetzt machen wir eine kleine Postecke. Eine kleine Domian-Postecke. Ich habe Post bekommen von Marc und er schreibt, Hi Domian, mein Name ist Marc, ich bin 22 Jahre alt und schaue ziemlich oft deine Sendung. Ich freue mich immer, wenn sehr alte Leute bei dir etwas erzählen. Das ist für mich dann wie in einem Buch lesen. Ich finde es interessant, die Erfahrungen und auch Meinungen von den älteren Leuten zu hören. Da ich weder Oma noch Opa habe und hatte, ist das für mich wie
ein Eintauchen in eine ganz fremde Welt. Übrigens, nicht, dass du denkst, ich bin irgend so ein Typ mit doppelt verglaster Lesebrille. Nein, ich bin Rapper und verdiene meine Kohle mit Auflegen. Dann schreibt Hella aus Travemünde, 29 Jahre alt. Lieber Domian, du hattest letzte Woche eine Frau, die von einem Stalker belästigt wird. Dabei kam die Frage auf, ob das Anti-Stalking-Gesetz bereits in Kraft ist. Ja, es ist in Kraft. Ich arbeite als Rechtsreferendarin und rate der Frau, sich von einem Anwalt beraten zu lassen und unbedingt Anzeige zu erstatten. Beste Grüße und PS, eure Show ist ein Highlight im gesamten Nachtprogramm des deutschen Fernsehens. Vielen Dank, liebe Hella. So, dann will ich euch was vorlesen, was auch immer wieder hier bei uns mal so reinkommt. Das, meistens ist das immer ohne Absender und ohne Namen, eine Mail ohne Namen. Sehr geehrter Herr Domian, ich gehöre einer freien evangelischen Gemeinde an. Ab und zu höre ich auf 1Live Ihre Sendung. Dabei fällt mir immer wieder auf, dass Sie offensichtlich in Sachen Sexualmoral überhaupt keine Werte vertreten. Ist denn alles erlaubt, was Spaß macht? Muss man bei einem 16-Jährigen so tun, als wäre Homosexualität etwas auch durchaus Normales? Warum haben Sie ihm keine Therapie empfohlen? Wieso brechen Sie in Begeisterung aus, wenn ein Anrufer erzählt, er lebe in einer Dreierbeziehung und alle Beteiligten würden sich lieben und sogar sexuell miteinander verkehren? Und warum setzen Sie lesbischen Frauen nicht eindeutige Grenzen? Die lesbische Liebe ist keine Liebe Gottes, sie ist eine Verfehlung und resultiert aus einem Manko. Soweit die Äußerungen von diesem Schreiber. Und ihr werdet verstehen, dass ich diese Äußerungen nicht weiter kommentieren möchte. So, dann hi Domian. Wir sind 5 Mädels zwischen 16 und 19 Jahren. Wir gucken oft deine Show. Du bist vom Alter zwar nicht mehr unsere Liga, aber neben Oliver Pocher und Tape Kerkeling, der ja auch nicht mehr der frischste ist, gehörst du zu unseren absoluten Lieblingsfernsehnasen. Übrigens schwärmen wir auch noch für Andreas Janke von der Verbotenen Liebe und für Ralf Bauer. Schöne Grüße aus Herne, deine 5 Schönen. Vielen Dank für die netten Grüße von meinen 5 Schönen. Ende der Postecke. Und weiter geht's mit dem nächsten Anrufer. Und der nächste Anrufer, das ist die Sonja. Und Sonja ist 28. Hallo Sonja. Hi Domian. Hi Sonja. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist meine Mutter. Mhm. Was ist da los? Sie ist vor 11 Jahren das letzte Mal aus dem Haus gewesen und ist jetzt mit 300 Kilo ins Krankenhaus gekommen. Sie ist vor 11 Jahren das letzte Mal aus dem Haus gewesen? Ja. Und ist mit 300 Kilo ins Krankenhaus gekommen? Ja. Das ist ja unfassbar. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. 300 Kilo hier in Deutschland? Ja, genau, ja. Ich habe solche Bilder mal im Fernsehen gesehen aus Mexiko oder so. Da war so ein Mann, glaube ich, der wog 300 Kilo. Das ich glaube, ein bisschen mehr. Bitte? Ich glaube, ein bisschen mehr hat der gewogen. Ja, hast du das auch gesehen? Ja, habe ich auch gesehen. Das fand ich auch unfassbar. Ja. Wie hat man deine Mutter mit 300 Kilo überhaupt aus dem Haus herausgebracht? Ja, mit also ein Arzt war mit dabei und mehrere Feuerwehrmänner. Feuerwehrmänner? Ja. Aber die passt doch gar nicht auf so eine Trage drauf, oder? Nee, die haben sie auch. Also sie ist noch gegangen. Sie ist noch gegangen? Ja. Und wie lange befindet sie sich jetzt in einer Klinik? Also 1,5 Wochen. Mhm. Und warum ist sie in die Klinik jetzt gekommen? Also für zu Hause habe sie jetzt das, was mit dem Magen gehabt und konnte jetzt die ganzen Wochen, Tage überhaupt nichts mehr essen und gar nichts mehr trinken. Dann war der Hausarzt hier gewesen und hat sofort gesagt, dass sie ins Krankenhaus muss. Ich bin ganz fassungslos über die Vorstellung, dass sie 11 Jahre das Haus nicht verlassen hat. Ja. Wie geht denn sowas? Man muss doch mal zum Arzt oder mal zum Zahnarzt oder zum Friseur oder weiß ich was. Irgendwie mal. Gar nichts mehr. 11 Jahre lang? Ja. Das letzte Mal war sie dann im Krankenhaus gewesen und da hatte sie offene Beine gehabt. Was hat sie denn gehabt? Offene Beine. Offene Beine. Ja. Achso, da war sie doch zwischendurch mal im Krankenhaus. Ja. Das schon, aber sie hat nicht alleine das Haus verlassen. Alleine nicht mehr. Warum hat sie das Haus nicht verlassen? Weil sie es nicht konnte oder weil sie auch eine Angst, eine Phobie hat vor Menschen? Ja, denke ich mir, eine Phobie vor Menschen und auch Angst vor der Gesellschaft, weil sie schon so dick war. Mhm. Hatte sie denn
sonst keine gravierenden gesundheitlichen Probleme all die Jahre? Oh, sie mochte ja nicht mehr, dass der Arzt hierher kommt. Und der konnte sie ja nicht untersuchen. Mhm. Oh, ich denke mir schon, dass sie da bestimmt irgendwie welche Sachen gehabt hat, aber nicht jetzt. Aber sie ist so über die Runden gekommen für sich. Doch, sie ist über die Runden gekommen, ja. Auch keine Zahnprobleme? Ja, auch das hatten sie schon, aber da hatte sie dann immer irgendwie was vom Arzt verschrieben gekriegt. Ah ja, da ist sie damit mit Tabletten, hat sie es dann geschafft. Ja, genau. Jetzt ist sie seit anderthalb Wochen im Krankenhaus. Ja. Ist sie ausschließlich wegen dieser Magenproblematik im Krankenhaus oder will man jetzt auch grundsätzlich alles irgendwie in den Griff kriegen? Also ich denke mir mal, dass wir jetzt alles durchchecken wollen. Das wäre ja jetzt überhaupt das Beste. Na, das Allerbeste wäre ja nicht nur ein grundsätzlicher Gesundheitscheck, sondern dass sie, also wenn sie, wir hoffen, dass sie gesundheitlich wieder auf die Beine kommt, dass sie dann in eine psychosomatische Klinik kommt, damit sie unter besser Aufsicht auch psychotherapeutisch behandelt wird und abspeckt. Ja, das auch, ja. Sie hat ja den Arzt gefragt in der Klinik, ob sie jetzt sterben muss. Und der hatte ihr dann gesagt, wenn das nicht besser wird, ja. Mhm. Wie alt ist denn deine Mama? Wie bitte? Wie alt ist sie? 45. 45? Ja. Also eine junge Frau. Das stimmt, ja. Wer hat sie denn, mit wem hat sie denn zu Hause gewohnt? Wer hat sie versorgt? Also ich, die Tochter, mein Vater und meine beiden Brüder. Und da gab es nie von Seiten der Familie, von euch, von dem Vater, von dir Druck, Mama, du musst was machen, so geht das nicht weiter? Oh, das hat sie immer ignoriert. Also war nichts zu machen, da hat man gegen Betonwände gesprochen. Das stimmt auch, mhm. Das stimmt. Und nun weiß sie ja auch, dass sie im lebensbedrohlichen Zustand ist. Ja. Und hat da irgendwie eine Phobie gekriegt. Hatte sie irgendwie schon geträumt, dass sie da gestorben ist. Mhm. Mhm. Auch irgendwie immer die Schwestern und dem Arzt, sie wollte sich überhaupt nicht mehr behandeln lassen. Hat sie dann total, sie ist da total durchgedreht jetzt die letzten zwei Tage. Und dann haben sie ihr da Beruhigungsmittel gegeben und jetzt, wenn wir sie besuchen, ist sie gar nicht mehr ansprechbar. Ist das denn ein normales Krankenhaus, in dem sie da liegt? Ja, ein Allgemeinkrankenhaus ist das. Allgemeinkrankenhaus. Ja. Ist und vielleicht das für einen Anfang okay, aber letztendlich ist das natürlich nicht die richtige Lösung. Ist das auch nicht, nee. Passt sie denn in ein Krankenbett rein? Nee. Eigentlich nicht. Also das Bett, was sie da eigentlich kriegen sollte, das kommt auch von ein bisschen weiter her. Mhm. Wie hat sie denn zu Hause, wo hat sie gelegen? Hattet ihr ein extra vergrößertes Bett, gekauft oder wie habt ihr es gemacht? Nö, sie hat ja also ein Sofa gehabt, der war 1,20 breit. Mhm. Und das hat gereicht? Ja, das hat gereicht, ja. Konnte sie sich denn zu Hause noch so im Zimmer hin und her bewegen? Das ging schon? Nö, die ist gar nicht mehr so weit aufgestanden, nur wenn sie halt auf Toilette musste. Toilette ging noch? Ja, das ging noch, ja. Hat sie denn auch im Übermaß viel und sehr ungesunde Sachen gegessen, dass sie so dick geworden ist? Also in den letzten Jahren kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber jetzt in den, also dieses Jahr und letztes Jahr überhaupt gar nicht mehr. Vielleicht mal ein Stück Brot oder vielleicht abends mal ein bisschen vom Mittag probiert, aber sonst gar nichts mehr. Das ist ja sonderbar. Das heißt, sie hat gar nicht, oder hat sie es heimlich gegessen? Ihr habt das überhaupt nicht. Und sie hat nicht abgenommen? Ja, überhaupt nicht. Mhm. Sie hat sich auch so weit gar nicht mehr bewegt. Mhm. Überhaupt nicht mehr. Umso wichtiger, umso absolut wichtig ist natürlich, dass sie jetzt rundherum gesundheitlich durchgecheckt wird. Ja, naja, im Moment können sie ja noch nicht so viel machen, weil sie sich da noch nicht so richtig bewegen kann. Sie liegt auch ja nur viel im Bett. Mhm. Und sie hat ja ein schwaches Herz, hat sie, das haben sie schon festgestellt. Mhm. Also Wasser in der Lunge, viel Wasser in der Lunge. Ja. Und ja, jetzt ist das noch da im Krankenhaus mit den Nieren angefangen. Ah ja, also jetzt kommen ganz, ganz viele Probleme. Ganz viel, ja. Mhm. Ich habe mir gerade überlegt, passte sie überhaupt in einen normalen Krankenwagen rein? Nee, sie ist mit so einem Linienbus ins Krankenhaus gekommen. Was, mit einem Linienbus? Ja, das ist irgendwie so ein Transport von der Feuerwehr, wo dann 3-4 Betten drin sind. Ach. Ja. Das ist ja abgefahren. Mit einem Linienbus der Feuerwehr ins Krankenhaus. Ja. Mhm. Mhm. So, ja, wie sind denn jetzt so eure Planungen? Habt ihr denn vielleicht einen Arzt, der euch da gut berät, was man jetzt mit der Mutter machen müsste und könnte? Also das Ziel darf ja auf keinen Fall sein, dass sie so schnell wie möglich nach Hause kommt. Das auf jeden Fall nicht, nee. Also der Arzt, der kennt sie ja auch schon ein bisschen länger. Mhm. Und ja, immer wenn sie dann was haben wollte von ihnen, hat er ihr auch gleich aufgeschrieben. Er war deswegen nicht hier gewesen. Ja, das ist natürlich kein guter Arzt. So macht man das nicht. Ja, das stimmt auch. Ja, so macht man es genau nicht. Nur habe ich ihn vor ein, zwei Tagen angerufen und ihm die Situation da geschildert, wie das da jetzt, dass sie sich da überhaupt nicht mehr behandeln will und sie jetzt auch Angst hatte, dass das Essen da vergiftet ist. Und Also sie ist seelisch richtig am Boden. Sie hat sich schon selber aufgegeben, Domian. Mhm.
Ich bin schon richtig aufgegeben. Wie ist das denn jetzt für dich als Tochter? Bist du jetzt auch in Angst und in großer Sorge? Ja, ich habe hier immer die Telefone neben mir liegen und habe immer Angst, dass das Krankenhaus irgendwann hier anruft. Hast du denn schon mit einem Arzt im Krankenhaus richtig reden können? Ja, irgendwie ist das immer so ein bisschen Tüdelmut da irgendwie im Krankenhaus. Immer wenn man dann Fragen tut, wie der Zustand da ist, das wird einmal so gesagt, dann wird das mal wieder so gesagt, dann ist das mal wieder besser und dann wieder mal schlechter. Mhm. Dann sagt man uns, wenn das dann alles so gut klappen tut, dann müsste sie ja irgendwie in so ein Hospital oder wo man da auch hinkommt. Und sowas würde es für ihr gar nicht geben. Und gestern sagte man dann wieder, sowas würde es geben. Man weiß gar nicht, was denn da überhaupt los. Das heißt, also ich höre daraus, entweder machen die Kollegen da im Krankenhaus sich nicht die Mühe, euch das richtig zu erklären. Ja. Oder sie bemühen sich wirklich nicht um den Fall. Ja. Sonst müsstest du als Tochter jetzt besser informiert sein. Ja. Ich finde, du kannst denen da ruhig auf die Füße treten. Das ist ein sehr, sehr ernster Fall und da darf man auch nicht die Kinder der Patienten abspeisen. Ja. Da geht man zum Chefarzt, zum Oberarzt, zum Abteilungsleiterarzt oder wer da auch immer dann zuständig ist und der soll das wirklich haarklein erklären. Ja. Aber natürlich wäre es besser, wenn ihr von draußen noch jemanden hättet, der euch da mal auch ein bisschen informiert und der euch klug berät. Es gibt mit hundertprozentiger Sicherheit irgendwo in Deutschland eine gute psychosomatische Klinik, die genau für deine Mama geeignet ist. Hundertprozentig. Das habe ich mir auch schon gedacht, Domian. Da werden wir uns sowieso jetzt erstmal schlau machen im Hintergrund und gucken mal, ob wir dich da beraten können. Ja. Würde aber gleich auch an dieser Stelle gleich mal wieder meine Zuschauer und Zuhörer bitten, wer sachkundig ist und hat den Fall jetzt gehört und würde sagen, da passt ja die Mutter von Sonja gut hin. Bitte mailt uns, das kann uns hilfreich sein, das gehen wir dann alles mal durch. Es wäre ja egal, wo in Deutschland. Ja, das stimmt. Ja? Ich höre so ein bisschen aus deiner Sprache heraus, ihr kommt aus dem Norden? Ja, ich komme aus dem Norden, ja. Ja, na gut, das ist ja egal, wo es ist. Stimmt. Es geht jetzt darum, dass der Mutter geholfen wird. Das stimmt, ja. Der erste Schritt ist, dass sie gesundheitlich stabilisiert wird und dann müsste sie wirklich rundherum gut betreut werden über einen längeren Zeitraum. Ist sie denn dazu bereit, auch in so eine Kur? Ja, das wollte ich jetzt gerade noch im Nachhinein sagen. Sie ist ja überhaupt gar nicht so der Mensch. Da im Krankenhaus, da ist das so üblich, dass die Pastorin dahin kommt und schon mit ihr gesprochen hat. Und sowas ist eigentlich, wo ich jetzt herkomme, überhaupt gar nicht, das kenne ich überhaupt gar nicht, dass da die Pastorin schon hinkommt. Mhm. Und mit die hat sie auch gar nicht gesprochen. Das wollte sie auch nicht. Ja. Na gut, das war vielleicht eine nette Geste von der Pastorin, mal reinzugucken, ist ein neuer Patient, kann man mal ein bisschen reden mit. Ja, meine Mutter war bestimmt irgendwie anders aufgefasst, denke ich mir. Ja, das ist natürlich schlimm, wenn sie es anders aufgefasst hat. Ja, das stimmt auch. Vielleicht wäre das auch, fällt mir dazu ein, vielleicht auch gar kein schlechter Gedanke, mal mit der Pastorin zu sprechen. Vielleicht könnte man, also wichtig in dem Fall ist jetzt, dass ihr von vielen Seiten Hilfe bekommt. Ja, das stimmt. Und dass euch da wirklich viele Leute unterstützen. Mal so ein Gespräch mit dir zu führen, wäre sicher auch nicht das Übelste. Was ich gerade dich noch fragen wollte, wie lange leidet deine Mutter denn schon an diesem extremen Übergewicht? Seit ich Kind bin auf jeden Fall schon. Und ja. Ich werde ja schon auch 28 jetzt. Und ich kenne das eigentlich nur so. Ich kenne das eigentlich gar nicht. Früher war sie wesentlich weniger und ist auch mal mit uns zur Ärztin gegangen. Mhm. Auch mal aus dem Haus eingekauft und so. Ja. Das kenne ich auch noch, aber das hat irgendwann, sie hat ja auch mal eine Totgeburt gehabt. Ja, und danach überhaupt gar nicht. Ja, vielleicht ist es auch wirklich kombiniert, natürlich wahrscheinlich sogar mit schweren, auch seelischen Problemen. Die eben gelöst werden müssen. Also es muss jetzt was geschehen. Ja. So, Sonja, wir werden uns jetzt mal im Hintergrund ein bisschen schlau machen und mal überlegen, wie wir dir raten können und helfen können. Ja. Darüber hinaus bitte ich... Die Mutter dann auch damit mit, Domian. Bitte? Ich sag, hoffentlich spielt meine Mutter dann auch noch mit damit. Ja, okay, das kann man natürlich nicht sagen. Das weiß man von vornherein nicht. Aber dass du auf jeden Fall das schon mal tust, was du tun kannst. Ja. So, und dann bitte ich nochmal meine Zuschauer und Zuhörer, wenn ihr eine Idee habt für eine gute Klinik für die Mutter von Sonja, dann meldet euch bitte bei uns, mailt uns, wir reichen das natürlich dann auch gerne weiter. Sonja, ja. Du legst auf und wir, das heißt Sabine ruft dich gleich an und ihr könnt dann weiter im Hintergrund beraten. Ja, danke, Domian. Alles Gute dir und deiner Mutter. Weiter so, ne? Tschüss. Tschüss. Nicole ist 20 Jahre alt. Hallo, Nicole. Hallo? Hallo Nicole, ich grüße dich. Um was geht's Wahnsinn, bei dir? Ich bin durchgekommen. Ich probiere schon so lange. Das hörst du oft bestimmt. Ja, aber ich freue mich trotzdem darüber, natürlich. Danke. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's um krankhafte Eifersucht. Krankhafte Eifersucht. Bist du krankhaft eifersüchtig oder dein Freund? Ich bin krankhaft eifersüchtig.
Und es ist halt mittlerweile so schlimm, dass wir nicht mal normale Filme anschauen können. Mhm. Gutes Beispiel, vor kurzem lief Bad Boys. Mhm. Kennst du bestimmt. Mhm. Und ja. Dann Bad Boys 2. Und die zwei Filme, da kommen einige Szenen vor, die sind halt für mich dann zu viel. Weil? Mich das fertig macht, weil da Zussen, sag ich jetzt mal so, rumlaufen, die sehr hübsch sind, ja. Leicht bekleidet. Ja. Und dein Freund sich das anguckt und du, in dir geht im Kopf durch, das findet er toll. Ja. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Mit diesem Freund jetzt über ein Jahr, also 1,5 Jahre erst. Ja, und seit wann bist du jetzt in dieser Beziehung so eifersüchtig von Anfang an oder hat sich das so ein bisschen gesteigert? Am Anfang war es noch nicht so schlimm, das kam erst. Das ist immer so, je größer die Liebe wird, desto größer wird die Eifersucht. Ja. Und äußerst du die Eifersucht ihm gegenüber auch? Ja. Und wie geht er damit um? Wie reagiert er darauf? Also bei mir ist es so, wenn dann sowas im Fernsehen kommt, dann werde ich halt meistens aggressiv und sage halt, ja, toll, schaust du sowas wieder an. Mhm. Und dann wird er, mittlerweile ist es so, dass er auch aggressiv wird. Das kann ich verstehen. Würde ich auch an seiner Stelle. An meiner Stelle oder an seiner? Nee, an seiner Stelle. Das würde mich auch extrem nerven. Klar. Aber er ist ja auch so mittlerweile, dass er bei mir auch so reagiert. Na gut. Sachen, die gar nicht so schlimm sind. Also das ist bei ihm wahrscheinlich nur provokativ als Zeichen dafür, dass ich es kapiere oder so. Ja. Aber ich habe es ihm schon so oft gesagt, wie das ist. Du hast aber letztendlich so keinerlei Begründung, eifersüchtig zu sein. Also meiner Meinung nach schon. Was ist passiert? Oder was fällt vor? Also so ist nichts passiert, bloß bei mir ist es halt so, dass ich mich selber nicht mag. Mhm. Also viele Leute sagen von mir, dass ich, keine Ahnung, schon gut ausschaue und solche Sachen halt und keine Ahnung, aber ich mag mich selber nicht und das ist schon lange so. Ja. Und ich habe bis jetzt immer wieder dieses Thema überspielt durch Tabletten, Codein. Mhm. Ich habe das damit in den Griff bekommen. Ja. Also das ist ja schon ernst. Aber meine Frage war gewesen, hast du einen Grund, eifersüchtig zu sein? Nein, eigentlich nicht. Hm. Nein. So, jetzt sagt natürlich die Vernunft, sagt jetzt Nicole, du machst dir deine Liebe und deine Beziehung kaputt durch dieses Verhalten. Genau. Jeder Typ hat irgendwann die Nase voll. Irgendwann kann man es nicht mehr hören. Zur Liebe gehört Vertrauen und auch eine gewisse Freiheit, die man dem anderen geben muss. Und dass andere Mädels anguckt, ist völlig normal. Du kannst ihn ja nicht in den Keller einsperren, nur für dich. So. Nicht normal. Nee, das ist nicht normal. Und wenn das aber so... Manchmal ist es nicht normal, dass er andere anguckt. Ja. Sind die anderen Beziehungen auch kaputt gegangen daran? Ja. Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass du da wirklich... Er sagt ja wirklich, er will keine andere und schaut auch keine andere an und so. Also in mir ist es immer so, weil in mir kommt das Gefühl hoch, dass ich könnte sterben. Aber Nicole, das ist ausschließlich und absolut dein Problem. Es ist nicht, er hat damit fast überhaupt gar nichts zu tun. Es ist dein Problem, das ist in dir so, dass du so funktionierst. Und das scheint ja vielfältige Ursachen zu haben, wie du gerade schon sagst, dass du dich nicht schön findest, dich nicht annimmst, obwohl du vielleicht dein Selbsthass, obwohl du objektiv vielleicht ganz gut aussiehst. Und ich würde dir dringlichst raten, dass du mit dir etwas unternimmst. Habe ich doch schon versucht, aber nicht den richtigen gefunden. Psychologisch. Ja, was hast du denn gemacht schon? Ich war schon mit Psychologen und habe mit denen darüber geredet, aber es war nie der Richtige. Es war immer irgendwas, dann haben wir darüber geredet und dann hieß es, sie sind nicht die wirklichen Ansprechpartner dafür. Und ja, das ist mir klar. Das sage ich auch immer wieder hier. Es ist auch schwierig, einen guten Gesprächspartner als Psychologe zu finden. Genau. Das ist absolut schwierig. Dennoch bleibt einem gar nichts anderes übrig, als es zu versuchen und zu suchen. Ja, das Problem ist bloß bei mir, dass ich ein Jahr Wartezeit habe bei dem Psychologen in meiner Umgebung. Das ist schwer. Aber grundsätzlich ist die Bereitschaft von deiner Seite aus da, etwas zu machen. Auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal sehr gut. So, und aufbauend auf dieser Bereitschaft müssen wir jetzt mal, meine Sendung ist gleich vorbei, müssen wir im Hintergrund mal gleich überlegen, was man vielleicht auch überbrückend in diesem Jahr noch machen kann, bis du zu einem Psychologen kannst.
Das heißt, wir melden uns jetzt nochmal. Du musst etwas unternehmen. Versuche, dich so weit wie möglich zurückzunehmen, damit du dir deine Liebe nicht kaputt machst. Ich weiß, ja? Ich versuche es ja, aber das Gefühl ist zu stark. Ja. Das schlechte Gefühl. Verstehe, Nicole. Jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay, danke. Alles Gute, tschüss. Danke. In der Technik, Michael Verhoeven. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen.